Noch 50% der afrikanischen Exporte gingen in die EU. Mittlerweile sind es nur mehr 30%. Und China ist von ungefähr 0% 1994 immerhin auf 10% angestiegen. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass dreimal so viel der Exporte in die EU gehen. Ja, die Exportstruktur ist immer noch so sozusagen, dass ein großer Teil Rohstoffe sind oder rohstoffbasierte Exporte, also kaum verarbeitete Exporte. Das ist zum Beispiel geschnittene Baumstämme, ja, oder vielleicht ein bisschen Erz, wo das ein bisschen verarbeitet ist, aber sozusagen Low-Tech und Medium-Tech und High-Tech gibt es fast keine Produktion. Ja, von den afrikanischen Importen ist es so, dass 40% mittlerweile noch von den EU kommen, 30% von den USA und China da auch circa von 0 auf 10% angestiegen ist. Aber wie gesagt, die großen Handelspartner sind da immer noch die EU und die USA, aber sind stark im Sinken begriffen. Wohin gehen die chinesischen Exporte und Importe in Afrika? Die chinesischen Exporte gehen vor allem nach Südafrika, 21% nach Ägypten, nach Nigeria. Ja, und dann sozusagen die anderen Länder, Algerien, Marokko und so weiter. Und die chinesischen Importe aus Afrika kommen hauptsächlich aus Angola, Südafrika und Sudan, also sozusagen da vor allem die rohstoffreichen Länder. Ja, da sieht man es nochmal, Zusammensetzung von Chinas Importen aus Subsahara-Afrika, der schwarze ist Öl, da sieht man sozusagen, dass ein ganz großer Anteil der Importe von China aus und Subsahara-Afrika aus Erdöl besteht und sonst dann eben Eisen, Diamanten, Baumwolle und Holz. Ja, wie schaut es mit der Entwicklungshilfe aus? Die ist ebenfalls stark gestiegen und sozusagen, wie gesagt, man kann das jetzt nicht gleich aufschlüsseln wie die Entwicklungshilfe von den OECD-Ländern, aber man sieht, dass ein großer Teil von der chinesischen Export- und Importbank kommt. Das würden die OECD-Länder gar nicht als Entwicklungshilfe deklarieren, außer es hat wirklich bestimmte Konditionen. Ein Teil ist auch eben Entschuldung da oben, dass eben die afrikanischen Länder die Schulden Chinas nicht mehr zahlen müssen. Und das andere sozusagen ist dieses Aid-Budget, das Entwicklungshilfe-Budget von dem Außenministerium. Aber man sieht, dass da auch die Anzahl stark angestiegen ist. Ja, nochmal zusammenwirkend. Bei den Importen Chinas aus Subsahara-Afrika vor allem Erdöl, Mineralien und Rohstoffe. Chinas Exporte nach Südsahara-Afrika sind vor allem verarbeitete Produkte, zum Teil Bekleidung, Textilien, Schuh. Ich sag mal, der Schuhware und Fahrräder und so weiter, das heißt sozusagen eher geringfügig verarbeitete Produkte oder nicht sehr Hightech-Produkte und andere Consumer- und Capital Goods, also dann Kapitalgüter, die wieder für die Produktion in Afrika verwendet werden. Und das Spannende ist, dass es oft so ist, dass die Produkte, die China nach Afrika exportiert, vielleicht oft auch eine Technologie haben, die sogar besser angepasst sind, um in Afrika verwendet zu werden. Ja, also was zum Beispiel Autos betrifft, aus China, die in Afrika verwendet werden, das sind dann oft Autos, die zum Beispiel, wo die Ersatzteile leichter zu kriegen sind, die leichter zu reparieren sind, die noch nicht so sozusagen von der Technologie so sind, dass man irgendwie einen fast schon Computerwissen braucht, um irgendwas zu ändern, sondern die sind halt noch nicht so elektronikbasiert, wie das jetzt die europäischen Autos zum Beispiel wären. Ein Beispiel sind die Fensterheber, ja, sozusagen, dass man noch die Fenster rauf und runter kurbeln kann und das dann viel leichter reparieren, als wenn sozusagen die Fenster elektronisch auf und ab gehen. Das heißt, oft ist es so, dass die chinesischen Produkte in Afrika eigentlich besser verwendet werden können als die europäischen Produkte. Ein anderes Beispiel, da gibt es spezielle Lampen, die dann sozusagen auf den Märkten verwendet werden können, wo man auch die Ersatzteile leichter bekommt. Also da ist es oft so, dass sozusagen da sogar die chinesischen Produkte einerseits billiger sind und auch besser zu verwenden sind in Afrika. Ähm,
wenn man sich jetzt anschaut, sozusagen, was sind jetzt die direkten, also das ist jetzt mal sozusagen der erste Teil, jetzt einmal die direkten Effekte. Was kann man für direkte Effekte sehen der chinesischen Aktivitäten in Afrika? Das eine ist, was ich schon gesagt habe, dass man stärker Investitionen, Handel und Entwicklungshilfe zusammen sieht und als einen, sozusagen als einen Block jeweils einsetzt. Das andere ist, dass es einen starken Anstieg der Direktinvestitionen gegeben hat, vor allem in Rohstoffe und in Infrastruktur. Bei den Exporten ist es so, dass Länder Subsahara-Afrika gewinnen dadurch, dass China natürlich mehr Rohstoffe nachfragt und dadurch auch es zu höheren Einnahmen kommt für diese Länder. Und bei den Importen ist eben die Frage, welcher Effekt überwiegt, weil das eine ist, dass man sagt, wenn man sich die Konsumentenseite ansieht, wir sagen oft Studien, dass die Konsumenten, Konsumentinnen gewinnen unter Anführungszeichen, weil die Produkte günstiger geworden sind, weil sozusagen die verarbeiteten Produkte, die Kleidung etc. billiger geworden ist, weil es für Konsumenten und Konsumentinnen zum Teil leistbarer geworden ist, Produkte zu kaufen und sie weniger dafür ausgeben müssen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass durch die Importe lokale Produzenten verdrängt werden und es dann wieder natürlich zu einem Verlust von Arbeitsplätzen kommt und das dann wieder negative Effekte oft sind. Ja, aber sozusagen in Summe ist es schwer zu sagen insgesamt, ob der positive oder negative Effekt überwiegt. Es gibt in vielen Bereichen positive Aspekte durch höhere Einnahmen, sozusagen durch günstigere Produkte, durch adäquatere Produkte, ja auch bei Kapitalgütern, die besser für die Produktion verwendet werden können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch negative Effekte. Und da ist es eben dann die Frage, wie man das insgesamt einschätzt oder wie man das auch ausgleichen kann. Was ist jetzt mit den indirekten Effekten? Bei den indirekten Effekten ist es so, man muss sich anschauen, welche Auswirkungen hat der Aufstieg Chinas am Weltmarkt. Und das eine ist, dass die dass sozusagen durch den Aufstieg Chinas am Weltmarkt ist es einfach so, dass die Konkurrenz ganz stark angestiegen ist und dass oft die afrikanischen Exporte, vor allem auch die verarbeiteten Produkte, Textilien und so weiter, einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind und dadurch ihren Marktanteil verlieren. Ja, und das ist immer ganz stark im Bekleidungssektor, wo eben dadurch, dass China jetzt so viel Bekleidung exportiert in die USA und nach Europa, ist der Anteil der afrikanischen Exporte zurückgegangen. Ja, und da sind auch viele lokale Produzenten eben verdrängt worden, aber eben durch indirekte Effekte. Auf der anderen Seite hat natürlich der Aufstieg und die größere Nachfrage von China zu einer höheren Nachfrage nach Rohstoffen geführt und zu dem Preisanstieg auch an Rohstoffen. Und das wirkt sich jetzt auf unterschiedliche Länder natürlich unterschiedlich aus. Auf die afrikanischen Länder, die Rohstoffe exportieren und wo Rohstoffvorkommen sind, die profitieren davon, ja, dass die Nachfrage gestiegen ist und dass die Preise gestiegen sind. Weil die können jetzt auch am Weltmarkt höhere Preise erzielen für ihre Exporte. Andererseits natürlich sind die afrikanischen Länder, die Rohstoffe importieren müssen, die sehen sich jetzt diesen höheren Preisen gegenüber. Die müssen jetzt plötzlich für ihre Energieproduktion und für ihre Produktion auch höhere Preise zahlen und auch sozusagen sind oft viele afrikanische Länder sind ja auch Nahrungsmittelimporteure und die leiden jetzt darunter, dass die Preise so stark angestiegen sind. Das heißt, manche Länder gewinnen durch die höheren Rohstoffpreise, andere Länder verlieren wieder durch die höheren Rohstoffpreise, die durch den unter anderem Aufstieg Chinas bewirkt worden sind. Das heißt, nochmal zusammengefasst, auf der einen Seite, sozusagen, wenn wir hier oben beginnen, die Länder, die Rohstoffe exportieren, die haben, sozusagen, da haben wir einen Gewinn zu verbuchen. Das sind vor allem ölexportierende Länder, aber eben und Sambia, Südafrika, Kongo, Botswana, Ghana, Gabon etc. Das sind lauter Länder, die Rohstoffvorkommen haben. Entweder sozusagen, also die Sambia zum Beispiel auch Kupfer, Ghana Gold etc. Sozusagen, das sind die Länder, die gewonnen haben, sozusagen direkt von dem Anstieg der Rohstoffe. Auf der anderen Seite natürlich haben die Länder verloren, die Rohstoffe importieren müssen, ja, weil die müssen jetzt höhere Preise dafür bezahlen. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, sozusagen den Sektor der verarbeiteten Produkte, also eben
Unter anderem so Sachen wie Fahrräder, leichtere Maschinen oder eben auch Textilien. Da haben viele Länder verloren, da sind Arbeitsplätze verloren gegangen, wie eben in Südafrika, Lesotho, Madagaskar, Kenia. Also alle Länder, wo wirklich eine Produktion da war von verarbeiteten Produkten, die haben verloren. Auf der anderen Seite kann man sagen, dort, wo es jetzt ein besseres Angebot gibt an Gütern oder auch an Kapitalgütern, das ist natürlich auch wieder ein Gewinn der Länder. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, gesamt sozusagen Afrika gewinnt oder verliert an dem Aufstieg Chinas, sondern es gibt bestimmte Sektoren, die haben profitiert, andere haben wieder verloren. Sozusagen bestimmte Länder haben eher profitiert, andere haben eher verloren. Man muss sich das differenziert ansehen und natürlich auch schauen, wie geht man mit den verschiedenen Effekten in den verschiedenen Sektoren wieder um. Genau, also sozusagen die direkten und indirekten Effekte habe ich eh erwähnt. Was kommt noch dazu sozusagen von den weiteren Effekten, was natürlich der Fall ist? Ja, und das sagen auch viele afrikanische Regierungsvertreter, wenn man mit denen spricht, und auch sozusagen natürlich NGOs, die Verhandlungsmacht der chinesischen Staaten ist natürlich massiv angestiegen, ja, weil sie mit China und in geringerem Ausmaß Indien oder auch Brasilien natürlich neue Nachfrage bekommen haben und neue Interessenten, die investieren möchten, die Geld zur Verfügung stellen, die Handel betreiben möchten. Und vorher gab es natürlich eine große Abhängigkeit von der Europäischen Union oder von Investoren aus Nordafrika und aus der Europäischen, also sozusagen und aus den USA. Und natürlich, je mehr Interesse es gibt, desto größer ist auch die Verhandlungsmacht, dass man sich einfach gute Deals ausmachen kann. Und man sieht ja oft, wenn man sich die Verträge ansieht, ja, die europäische und US-amerikanische Investoren mit afrikanischen Ländern abschließen, dann sieht man, wie sehr die zum Nachteil der afrikanischen Länder sind. Ja, also sozusagen Abbaurechte vergeben worden an Minen, wo afrikanische Länder fast überhaupt nichts verdienen, da gibt es Steuererleichterungen, es werden fast keine Gebühren bezahlt, die Einnahmen können behalten werden. Also die Verträge sind oft sehr, sehr zum Nachteil der Länder und sehr zum Vorteil der ausländischen Unternehmen. Aber natürlich, je mehr Interesse es gibt, desto mehr können auch die afrikanischen Regierungen verhandeln. Bei den Standards ist es so natürlich, dass es oft ja eine große Sorge auch gibt bei den chinesischen Investitionen. Man sagt immer, China respektiert keine Menschenrechtsstandards, keine Umweltstandards, keine sozialen Standards. Und es ist natürlich so, dass da es von Seiten der westlichen Unternehmen und der westlichen Regierungen schon auch große Fortschritte gegeben hat, welche Standards auch verlangt werden zum Teil, auch auf Druck der Zivilgesellschaft. Das ist in China weniger der Fall, weil es gibt diese Politik der Nicht-Einmischung sozusagen ganz stark. Was aber sehr wohl der Fall ist, ist, dass mittlerweile schon ein bisschen mehr Umweltstandards auch durchgesetzt werden oder zumindest versucht werden durchzusetzen. Ja. Und eben die Frage ist, was heißt das auch für so globale Governance-Strukturen, also für so globale Regulierungen? Ja, zum Abschluss ein paar Politikimplikationen, die aber lustigerweise natürlich nicht nur für China gelten, ja, sondern die natürlich für Afrika jetzt vis-à-vis anderen Ländern auch gelten. Einerseits geht es darum, dass Länder, die Rohstoffreserven haben, besonders starke demokratische Institutionen haben sollten, die das dann auch regulieren, damit eben sichergestellt wird, dass die Rohstoffeinnahmen auch dem Land zugutekommen und nicht irgendwelchen korrupten Eliten und wieder außer Landes fließen. Da geht es natürlich um eine nachhaltige Fiskalpolitik und es geht um eine Investition dieser Einnahmen in eine Diversifizierung der Wirtschaft und dass man auch schaut, sozusagen, dass die benachteiligten Gruppen von diesen höheren Einnahmen auch etwas haben. Eine Idee ist zum Beispiel auch die antizyklische Verwendung dieser Einnahmen. Also Chile macht das. Chile gibt die höheren Kupfereinnahmen, wenn der Kupferpreis steigt, in einen Fonds, der dann eben verwendet wird, wenn die Konjunktur wieder schlecht ist und der Preis wieder fällt. Und es geht natürlich auch um Verwendung dieser Einnahmen für Sektoren, die jetzt nicht unbedingt mit den Rohstoffeinnahmen in Verbindung stehen. Ja, weil sozusagen da gibt es dann für Sektoren, die gewinnen, aber auch andere und auch dann die Arbeiter und Arbeiterinnen, die gewinnen, sozusagen, die in diesen Sektoren beschäftigt sind, aber andere Sektoren, die wieder verlieren. Das heißt, diese Einnahmen sollte man dafür verwenden auch, dass die Sektoren, die verlieren, denen was zugutekommt und da Strategien gefunden werden. Was immer wieder ein Thema ist natürlich diese Frage der Erhöhung der Wertschöpfung, der Produktion und der Exporte, auch durch industriepolitische Maßnahmen und Regulierungen. Also zum Beispiel, dass man sagt, es gibt Local Content Requirements, das heißt, sind Bestimmungen, dass man sagt, ein bestimmter Anteil der Produktion muss aus lokaler Produktion kommen. Allerdings muss man da gleich sagen, dass Investitionsverträge oft genau diese Bestimmungen unterlaufen und unmöglich machen, die Länder unterschrieben haben. Es braucht auch eine größere Kooperation zwischen afrikanischen Ländern,
um eben diese Verhandlungsmacht zu stärken, dass man sagt, man braucht Mindeststandards für Investoren, man muss den Verhandlungsspielraum nützen, man lässt sich eben nicht untereinander gegeneinander ausspielen. Das gilt natürlich genauso für die westlichen Investoren wie für die Investoren aus China, dass es da gemeinsame Strategien braucht. Und eine Stärkung von Institutionen und von überregionaler Kooperation natürlich auch mit Druck der Zivilgesellschaft, dass einfach transparenter wird, welche Verträge gibt es überhaupt und wer profitiert davon und was passiert mit dem Geld, das man da einnimmt. Ja, und sozusagen als Abschluss, China hat eine Strategie für Subsahara-Afrika, die ist ganz klar. Die geht um Interesse an Rohstoffen und dann sozusagen für die Produktion, aber eben auch an Absatz, nach Absatzmärkten. Aber Subsahara-Afrika hat keine Strategie, wie es mit China umgeht, weil es eben sozusagen die regionalen Verbände nicht stark genug sind, weil es so viele unterschiedliche Interessen gibt. Das heißt, eigentlich müssten sich die afrikanischen Länder zusammentun und gemeinsam eine Strategie für China formulieren und eben auch gemeinsame Bedingungen, um eben davon auch mehr zu profitieren, als sie jetzt tun. Danke. Ja, war ein interessanter Vortrag, vielen Dank. Einiges doch auch wieder zum Nachdenken und ja, ich hoffe jetzt auf eine rege Beteiligung Ihrerseits an einer Diskussion. Wir werden 3-4 Fragen zusammenfassen und dann mit Frau Kühlberg beantworten. Schönen guten Abend. Mich hätte noch interessiert, und zwar, Sie haben uns zwei Charts gezeigt, bei denen dann gesagt wurde, okay, wenn man Hongkong, Cayman Islands und British Virgin Islands herausrechnet, dann verändert sich das. Jetzt hätte mich interessiert, warum oder wodurch kommt dieser Effekt dieser drei Wirtschaftszonen zustande? Und bei der unter Anführungsstrichen Entwicklungshilfe, die China zahlt, war immer dieser Debt Relief dabei und der war immer gleich groß. Mich hätte interessiert, was steckt da dahinter eben? Ich habe selber auch noch eine Frage, wenn keiner seine Finger. Also ich habe die Karte sehr interessant gefunden, wo Sie gesagt haben, in welche Länder eigentlich China oder chinesische Unternehmen investieren. Und es ist mir eigentlich aufgefallen, dass zum Beispiel ein Land wie Kongo, dass dort eigentlich nicht so viel investiert wird. Gibt es dort einen Effekt, wo man sagen kann, dass die Länder oder die Gebiete, wo schon sehr viel europäischen Einfluss ist, dass dort China nicht beteiligt wird? Gibt es dort eine Aufteilung oder gibt es dort doch irgendwelche Konkurrenzdenken oder... Also es würde mich eigentlich sehr interessieren, wie das so ist, wieso China eigentlich genau in diese Länder investiert und in zum Beispiel andere Länder nicht. Ja. Diese Politikimplikationen bzw. Aussichten oder Beteiligungsmöglichkeiten am Einkommen oder an der Steigerung des Bruttoinlandsproduktes auch zum Vorteil der afrikanischen Bevölkerung wäre einerseits interessant, ist Afrika oder diese Länder, wo Ölexporte nach China getätigt werden, Mitglied bei der OPEC, beziehungsweise gibt es Möglichkeiten, dass sich diese Länder zusammen